Wunderschönen guten Abend, Freunde. Obwohl der Tag ist noch nicht ganz vorbei, also ein bisschen Motivation darf schon noch sein. Jo, Freunde, wie geht's euch? Ich bin gut. Hallo und herzlich willkommen in einem neuen Video von mir. Und zwar, Freunde, nach meiner Morgenroutine für einen heftigen Start in den Tag zeige ich euch heute meine echte Abendroutine für den schnellstmöglichen Muskelaufbau hinsichtlich Training, Ernährung, Motivation und Regeneration. Aber keine Sorge, Freunde, im Gegensatz zum Morgen dient der Abend dazu, die Regeneration einzuleiten. Das heißt, wir dürfen auch mal eine kleine Pause einlegen. Obwohl, nennen wir es nicht Pause, sondern aktive Regeneration. Nein, im Ernst, Freunde, also ohne der richtigen Regeneration können wir keine bzw. nur sehr langsam Muskeln aufbauen. Wir dürfen also Training und Erholung nicht als Gegensätze sehen, sondern das gehört zusammen, denn für schnellstmöglichen Fortschritt ist beides enorm wichtig. Also, starten wir los. Nachdem ich meistens am späten Nachmittag bzw. Abend mein tägliches Workout durchgezogen habe und mich ein paar Minuten ausgelockert habe, starte ich in meine Abendroutine. Als erstes springe ich nach dem Training meistens komplett verschwitzt direkt unter die Dusche, ansonsten wird mich Paulina da direkt wohl eher aus der Wohnung kicken. Nix. Dabei dusche ich mich anfangs warm und zum Schluss nochmal kurz extrem kalt, um einfach die Regeneration nochmal anzukurbeln, denn so wird die Durchblutung der Muskeln angeregt und der Abbau der Abfallprodukte nochmals unterstützt. Anti-Schuppen-Shampoo ist bei mir Pflicht, Freunde. Also ohne geht's bei meinen Haaren nicht. Danach schlüpfe ich ganz einfach meistens direkt in ein gemütliches Outfit und gönne mir so wie am Morgen nochmal meine Subs. Das Whey-Protein, Omega-3, Multiple-Z und manchmal auch Magnesium und Kreatin nicht mehr, denn das gönne ich mir immer am Morgen auf leeren Magen. Und wie immer gilt, Freunde, vorerst auf die normale Ernährung achten und dann mit Supplements ergänzen. Also, Freunde, wenn ihr Muskeln aufbauen wollt und Supplements braucht, ihr findet Europas günstigste Supplements. Unten in der Videobeschreibung, da findet ihr auch meine Supplements und das sind nur Subs, die auch wirklich was bringen. Und ihr wisst Bescheid, Freunde, mit dem Code SASHA10 habt ihr bei Prozess die absolut meisten Vorteile und das wird auch immer so bleiben. Das heißt, 10% Rabatt, jede Woche 100 Euro Gewinnspiele auf Instagram. Da sind übrigens alle automatisch mit dabei, die mit dem Code SASHA10 bestellt haben. Und natürlich noch dazu viele Gratisprodukte. Welche das sind, findet ihr auch unten in der Videobeschreibung. Da findet ihr auch mein Trainingsequipment und noch 1000 andere Produkte, Freunde. Also schaut gerne bei Prozess vorbei. Und dann versuche ich nicht nur für die körperliche Entspannung, sondern vor allem auch für die mentale Entspannung täglich eine Runde in der Natur spazieren zu gehen. Also wir gehen einfach ein bisschen raus. Zu Hause angekommen, bereiten wir uns dann ganz einfach unser Abendessen zu. Manchmal gehen wir auch essen, was wir übrigens sehr gerne machen. Und was wir auch häufig machen, ist, dass wir abends sehr gerne Freunde zu uns einladen oder wir gehen ins Kino. Also das variiert natürlich auch. Was ich mir aber an normalen Abenden häufig mache, um einfach meine Glykogenspeicher direkt wieder aufzufüllen bzw. um genügend Proteine und komplexe Kohlenhydrate und Vitamine reinzubekommen, ist ein Protein-Porridge. Ist einfach mega lecker und super schnell zubereitet. Ich zeig's euch schnell. Also ich gebe einfach Haferflocken, Milch, Honig und ein Scoop Proteinpulver in einen Topf, geht natürlich auch ganz ohne Proteinpulver, und koche das Ganze eben bei mittlerer Hitze circa 3 bis 5 Minuten auf. Kleiner Tipp, lieber zu viel als zu wenig umrühren, da der Brei ansonsten sehr gerne anbrennt. Und noch ein kleiner Tipp am Rande, Freunde, ihr könnt natürlich auch selbstverständlich Hafermilch nehmen. Ja, und das Ganze einfach in eine Schüssel geben und etwas gefrorene Beeren dazugeben oder etwas Kokosflocken, Nüsse, ganz egal, wie es euch am liebsten ist. Ja, und dann heißt es reinhauen. Ich habe euch das Rezept in der Videobeschreibung verlinkt. Ah, ich habe noch ein zweites Rezept für euch, was ich mir auch sehr häufig mache, und zwar eine Skier Bowl. Ich backe einfach etwas Skier in eine Schüssel, gebe etwas Proteinmüsli dazu. Ihr könnt natürlich auch einfach ein anderes Müsli nehmen oder einfach nur Haferflocken. Dann backe ich Heidelbeeren mit rein, Peanut oder Cashew Butter und eben Chocolate Butter. Also ich habe hier auch Mandelbutter verwendet. Checkt unbedingt die Peanut Choco Butter aus, Freunde. Ihr werdet sie lieben. Da ist in der Videobeschreibung verlinkt, Freunde. Und jetzt kommen noch ein paar Cashewnüsse drauf, ein paar Kokosflocken und noch ein paar Bananenscheiben. Und Freunde, was meint ihr? Sieht doch mega aus. Also auch hier haben wir viele Proteine, komplexe Kohlenhydrate und Vitamine am Start. Wichtig, trinkt immer ein großes Glas Wasser dazu. Ein drittes Rezept geht auch noch schnell. Ja, und da gibt's mit richtig viel Eiweißer leckere Eierspeis oder Rührei für meine deutschen Freunde. Dazu einfach ein paar Eier aufschlagen. Gerne könnt ihr auch noch einen Schuss Milch dazugeben. Dann mit Salz und Pfeffer würzen. Und das Ganze jetzt einfach verquirlen. Könnt ihr natürlich auch zum Beispiel mit einer Gabel machen. Hier schön festhalten und schön wie immer aus dem Unterarm arbeiten. So, das reicht. Ja, und nun könnt ihr eigentlich schon etwas Olivenöl in die Pfanne geben, das Ganze erhitzen und dann das Ganze einfach in die Pfanne geben. Oder ihr schneidet noch ein paar leckere und gesunde Zutaten mit rein. Zum Beispiel ganz einfach einen Käse würfeln, egal ob jetzt ein Gouda oder Mozzarella, und direkt mit in die Pfanne reingeben. Jetzt mal kurz warten und wenn es fest wird, einfach umrühren. In der Zwischenzeit können wir jetzt noch andere Zutaten schneiden und auch mit dazugeben. Einfach hier zum Beispiel die Cocktailtomaten klein schneiden. Können wir jetzt hier schon mal umrühren. Perfekt. Ah, sieht ja jetzt schon lecker aus. Wir können in den Tomaten natürlich auch noch eine Paprika dazugeben. Ein kleiner Tipp zum Paprikaschneiden. Also einfach hier außen die Kammern so wegschneiden und dann bleibt ohnehin einfach nur das in der Mitte über. Das dann einfach würfeln. Also längs schneiden und dann eben querschneiden. Dann kommen noch ein paar getrocknete Tomaten dazu. Und wenn ihr eine Zutat oder so nicht habt, Freunde, ist das absolut kein Problem. Ihr könnt weniger dazugeben, ihr könnt noch andere Sachen dazugeben, je nachdem wie es euch beliebt. Und jetzt etwas später kommen erst eben die restlichen Zutaten dazu. So, jetzt gebe ich noch ein bisschen Schnittlauch darüber. Dann könnt ihr noch zum Beispiel eine Petersilie dazugeben. Dann einfach nochmal umrühren und fertig. Und zack, wir haben innerhalb von ein paar Minuten eine warme und leckere Mahlzeit am Start. Das sind echt drei schnelle, leckere und proteinreiche Rezepte. Und dann schreibe ich mir kurz auf, was ich am nächsten Tag erledigen bzw. mit was ich starten soll. Einfach damit ich am Morgen gleich Bescheid weiß, was ich als erstes tun soll. So hat man einfach leichter die Motivation, am Morgen aufzustehen und loszustarten.
Dann nehme ich mir noch ein bisschen Zeit für die ein oder andere Mobility-Übung, meditiere ein bisschen und lockere einfach meine Muskulatur, um die Regeneration nochmal etwas zu verkürzen. Denn so kann man natürlich wieder früher und schneller Muskelreize setzen und somit unterm Strich schneller Muskeln aufbauen. Ja, und dann, Freunde, schalte ich einfach mal ab und gönne mir auch mal eine Auszeit. So wichtig Training, Ernährung und Fitness auch ist, Freunde, manchmal ist es auch wichtig, einfach nur abzuhängen. Und das mache ich natürlich auch. Manchmal hängen wir auch einfach nur auf der Couch, gönnen uns Netflix, Proteinchips dazu. Läuft. Oder ich zock mit den Jungs auch mal eine Runde Age of Empires 2 oder CSGO oder auch mal Warzone. Grüße gehen raus. Oder lese einfach mal auf der Couch das ein oder andere interessante Buch. Aber wie gesagt, ist kein Problem, ist aktive Regeneration. Circa eine Stunde bevor wir ins Bett gehen, dann gönnen wir uns noch einen Tee, meistens einen grünen Tee oder einen Gute-Nacht-Tee. Denn genügend Flüssigkeit ist enorm wichtig und wird häufig total unterschätzt. Also trinkt genug, Freunde. Muskeln bestehen übrigens zu 75% aus Wasser. Aber trinkt ungefähr eine Stunde vor dem Schlafengehen, ansonsten wird entweder das Bett nass oder ihr werdet aus der Tiefschlafphase gerissen, weil ihr eben auf die Toilette müsst. Danach geht's eben ins Bad und dann ab ins Bett. Was ganz wichtig ist, wir versuchen nicht zu spät ins Bett zu gehen, damit wir morgens eben früh aus dem Bett kommen und unsere Morgenroutine durchziehen können. Ausreichend Schlaf ist unglaublich wichtig, damit sich unter anderem unser Cortisolspiegel nicht erhöht. Und aufgrund vielen weiteren Faktoren, aber das würde jetzt den Videorahmen sprengen. Und nur ist deine Motivation, um früher ins Bett zu gehen. Und zwar, Freunde, ein zu hoher Cortisolspiegel bedeutet auch schnellerer Proteinabbau, also schnellerer Muskelabbau. Ich glaube, das reicht als Motivation. Und jetzt zeige ich euch noch schnell ein paar extrem wichtige Punkte, die ihr im Bett unbedingt beachten müsst. Oh! Erster Tipp, Freunde. Und zwar verwendet keine zu harten Polster. Weil ich keine harten Polster habe, zeige ich euch das Ganze jetzt mal mit dem Handtuch schnell. Und zwar, wenn ihr einen zu hohen bzw. harten Polster verwendet, dann ist hier der Nacken komplett gestreckt. Wir dürfen ja nicht vergessen, dass wir in dieser Position ja oft 7, 8, 9 Stunden sind. Und somit kann es ja nicht nur zu Verspannungen führen, sondern eben auch zu Fehlstellungen kommen. Und im schlimmsten Fall sogar zu einem Bandscheibenvorfall der Halswirbelsäule. Also merkt euch hier jetzt gut die Nackenposition und wenn ich das Ganze dann eben mit einem weicheren Polster hier austausche, dann werdet ihr merken, wie krass das hier einfach und schön nach unten geht und der Nacken entspannen kann. Also so entspannt drehe ich auch selten ein Video ab. Aber wir machen weiter. Und zwar steckt die Bettdecke hier nicht überall rein. Sieht man in Hotelbetten sehr oft. Denn ansonsten ist hier so alles unter Spannung, Freunde. Und das heißt, es drückt unsere Füße hier so nach vorne. Und das wiederum lässt unseren Wadenmuskel verhärten. Und somit kann es zu Fehlstellungen bei Kniebeugen kommen. Und letzter Tipp, Freunde. Wenn ihr seitlich schläft, versucht hier die Beine nicht anzuwinkeln. Denn genau in dieser Sitzposition sind wir meistens tagsüber ohnehin schon viel zu lange. Und das lässt eben unseren Hüftbeuger verkürzen. Und somit kommt es zu einer vorderen Beckenkippung und somit eben zum Hohlkreuz. Aber Freunde, wenn euch das Thema Schlaf bzw. die richtige Schlafposition und so weiter genau interessiert, ich habe euch ein Video dazu unten in der Videobeschreibung verlinkt. Und das ist wirklich wichtig, Freunde, da wir circa ein Drittel unseres Lebens im Bett verbringen, auch wenn wir es nicht merken. Wie schlaft ihr eigentlich am liebsten? Was ist eure Lieblingsschlafposition? Lasst es mich mal gerne in der Kommentarbox wissen. Also ich schlafe am liebsten einfach auf dem Rücken. Obwohl seitlich ist auch nice. Ja gut, Freunde, was ihr jetzt noch privat im Bett oder was weiß ich wo, alleine oder mit der Freundin oder mit dem Freund machen könnt, um die Regeneration aktiv zu fördern, das könnt ihr euch wahrscheinlich denken, aber das zeige ich euch jetzt nicht auch noch. Ja, so könnt ihr euch jetzt also perfekt entspannen, regenerieren und dann morgens heißt es wieder mit voller Motivation in den neuen Tag starten. Freunde, ich habe euch meine echte Morgenroutine verlinkt, also checkt jetzt gerne noch das Video aus. Da ist dann nichts damit auf der Couch hängen und aktiv regenerieren. Ja, Freunde, wenn euch meine Abendroutine bzw. Nachtroutine gefallen hat und ich euch ein bisschen weiterhelfen konnte, zeigt es mir sehr gerne mit einem Daumen nach oben. Ich verabschiede mich jetzt aber auch, Freunde. Ja, macht es gut, wir sehen uns. Bis zum nächsten Mal. Haut rein, euer Sascha. Peace. Du bist in der Endcard drinne, doch warte, bevor du schon jetzt verschwindest. Ja, mehr Fitness gibt's nicht, such dir ein Video aus, klick it. Und fehlt dir irgendwie die Motivation, dann lass ein Abo hier, du weißt, es würde sich lohnen.